Axel Winter liebt die Schönheit und Stille der unberührten Natur. Viele Reisen führen ihn deshalb schon vor Jahren immer wieder in die Wälder Skandinaviens. Doch selbst dort ist es ihm nicht immer ruhig genug. Mich hat da immer gestört, dass überall noch Hochspannungsleitungen sind, dass immer noch Wege, Straßen, Menschenlärm noch zu hören ist. Und für mich war Alaska einfach das Große, die Superlative von dem Ganzen. Vor mehr als 10 Jahren erfüllt er sich deshalb diesen Lebenstraum. 9 Monate Alaska, zu Fuß und mit dem Kanu, meistens mitten im Nirgendwo. Da habe ich dann Momente gehabt, wo 400 Kilometer in alle Richtungen nicht ein Mensch war. Und das waren schon so die Herausforderungen. Seine Erlebnisse lassen ihn nicht mehr los. Und deshalb lebt Axel Winter heute seinen Traum im Mittelgebirge Solling im Weserbergland mit seiner Wildnisfarm. Er ist gelernter Erzieher und Elterncoach. Heute außerdem Wildnis- und Umweltpädagoge. Denn Kindergärten, Schulklassen und Familien gehören auf der Farm zu den Stammgästen. Hier gibt es für Naturbegeisterte viel zu lernen und entdecken. Allen voran Findus, Pelle, Helena, Elsa und der flauschige Rest der Rentierfamilie. Auf seinen Reisen durch den Norden begegnet er ihnen immer wieder in freier Natur. Denn dort gibt es jede Menge ihrer Art. Der eigentliche Grund der Rentierhaltung in Skandinavien und auch Russland ist eigentlich, das Tier als Fleischlieferant zu nutzen. Also sie werden traditionell nicht in Gehegen gehalten oder auf Weiden oder Gattern, sondern leben das ganze Jahr über frei in der Natur, streifen durch die Tundra, durch die Wälder und kommen eigentlich nur 1-2 Mal im Jahr zum Menschen in Kontakt, wenn sie selektiert werden für die Schlachtung oder eben behandelt werden. Und sonst leben sie das ganze Jahr über halb wild. In Deutschland gibt es rund 150 Rentiere. 10 davon leben bei Axel in ihrem eigenen Birkenwäldchen. Denn für den 39-Jährigen war klar, Rentiere gehören auf seine Farm. Auch wenn es ihre Leibspeise nicht im Futtermarkt um die Ecke gibt. Das sind Flechten. Die bestellen wir aus Nordschweden, die werden dann geliefert mit einem Spediteur. Und das ist im Grunde die Schokolade für die Rentiere. Sie lieben die Flechten. In der Natur wäre es jetzt in der Jahreszeit ihr Hauptfutter. Bei uns ist es eher ein Leckerli, was wir gerne dazugeben. So wie bei uns das Moos in den Wäldern wächst, sprießen im hohen Norden die Flechten. Bei uns ist die Luft zu schmutzig. Die vertragen kein Schwefeldioxid in der Luft. Und sie brauchen halt auch das arktische Klima. Die Flechte, wie sie jetzt hier ist, in der Größe braucht sie an die 80 Jahre, um so groß zu werden. Solche kulinarischen Begegnungen oder auch Wanderungen mit den Rentieren bietet Axel Winter auf seiner Farm an, wenn nicht gerade ein Nickerchen ansteht. Denn Rentiere sind Wiederkäuer. Nach dem Fressen legen sie sich hin und das halbverdaute Futter bringen sie wieder vor ins Maul und kauen es noch einmal durch, bevor es dann weiter verdaut wird. Und das machen sie jede Stunde. Sie fressen eine Stunde, legen sie eine Stunde hin, fressen wieder eine Stunde, legen sich wieder hin und das so den ganzen Tag über. Und nachts liegen sie dann 3 Stunden und fressen eine Stunde. Die anderen Stars der Wildnisfarm lieben ebenfalls die kälteren Temperaturen, denn dann können sie länger laufen und das ist ihre größte Leidenschaft. Ja, das liegt ihnen so im Blut. Die haben da Lust zu laufen, zu ziehen. Ist ja für die Hunde immer eine gemeinsame Ausflug, gemeinsame Jagd, also im übertragenen Sinne. Und das wollen die dann auch machen. Auch Axel selbst liegt es seit seiner Reise im Blut. Ich war in Alaska auf einer Husky-Farm für ein halbes Jahr und durfte jeden Tag durch den Nelly Nationalpark Hundeschlitten fahren und das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich nichts anderes mehr machen wollte und dabei geblieben bin. Das ist im Grunde ein Gelände mitten in der Wildnis, wo jemand in seinem Blockhaus lebt und draußen die Hunde hält. Ich hatte in dem Fall 54 Hunde zu versorgen und ja, die müssen jeden Tag bewegt werden, trainiert werden. Aber im Grunde wie ein Hundepfleger. Ich habe Scheiße geschaufelt, ich habe Material repariert, Futter aufgetaut, mit der Säge zerschnitten. Ich habe Wasser geholt aus dem Brunnen, 12 Kilometer entfernt. Die Trails präpariert. Wenn es sehr, sehr kalt ist, schneit es nicht. Und wir hatten auch Schneearmut. Und dann musste ich aus dem Gelände Schnee zusammenschaufeln und auf die Strecke bringen, damit wir mit dem Schlitten fahren konnten.
Mittlerweile hat Axel selber ein Rudel Huskies, mit denen er auch regelmäßig nach Schweden fährt. Aus Spaß und um sie in der idealen Umgebung zu trainieren. Denn hier in Deutschland liegt selten so viel Schnee, dass es für den Schlitten reicht. Hey! Ja, ja, ja. Meistens kommt deshalb so ein Trainingswagen zum Einsatz, den die Hunde quer durch den Solling ziehen. Es geht nur über Kommandos, die Richtungsanweisungen, links, rechts, geradeaus, halt oder weiter. Das sind die Kommandos, die wir hauptsächlich benutzen und das lernen sie dann auch ganz schnell. Rechts! Und das machen wir alles über die Stimme. Und sie lernen das, indem ich einen alten Hund nehme, der das schon kann, und den neuen Hund, der es lernen soll, dazu setze, dass beide nebeneinander laufen. Und dann sieht der Junge am Alten, wie es funktioniert. Und dann lernen sie das innerhalb von wenigen Wochen und können dann auch schon selbstständig ohne den Alten dann mitlaufen. Und in diesem täglichen Training sind sie kaum zu bremsen. Solange es nicht zu warm für die Hunde ist, finden solche Fahrten übrigens auch mit Gästen statt. Es macht den Spaß. Also sie wollen laufen, sie wollen am liebsten auch viel mehr laufen. Jetzt gerade kennen da kein Ende und da muss ich selber immer gucken, dass sie sich da nicht übernehmen. Links! Hopp! Rüber! Weiter! Und so leben Axel Winter und seine Tiere auf der Wildnisfarm tagtäglich gemeinsam den nordischen Lebenstraum, der mitten im Solling in Erfüllung gegangen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.